Hallo und herzlich willkommen bei der Tag auf Ländle TV. Allerheiligen steht vor der Tür und gestern haben wir bereits berichtet über Traditionen rund um den Tag der Toten. Aber was macht eigentlich ein Bestatter rund um Allerheiligen? Wir haben uns für Sie in Rankweil bei Bestattung Ammann umgesehen. Ein Tag der Toten wird auf der ganzen Welt gefeiert, egal ob religiös oder spirituell. Anfang November gedenken zum Beispiel auch katholisch geprägte Regionen aller Menschen, die bereits das Zeitliche gesegnet hat. Zu Allerheiligen und aller Seelen werden gerne Angehörige auf dem Friedhof besucht. Für jede und jeden zweiten der über 60-Jährigen sind die Feiertage im November wichtig. In erster Linie gehe es aber auch dort um das Gedenken. Ja, jetzt kommt wieder die Zeit vor Allerheiligen. Wir gedenken alle an unsere Toten, an unsere Verstorbenen. Es ist immer eine schöne Sache, wenn man einmal im Jahr aufs Grab geht. Außer natürlich hoch sonst unter dem Jahr. Aber dass alles schön gerichtet wird, dass man gedenkt an sie. Und vor allem auch, was mir jetzt persönlich gut gefällt, ist einfach am Abend zum Beispiel, wenn man einmal auf einen Friedhof gehen kann. Es ist einfach die Ruhe dort, das Licht am Meer, das ist etwas Faszinierendes, wo man sich da schön einladen kann, auf unsere Verstorbenen und einmal an sie gedenken kann. Ein Brauch rund um den Tod, der seine Wurzeln bis weit vor das Christentum zeichnet. So gehört das Sterben eben zum Leben in kulturell diversen Trauerkulturen. Im Bestattungswesen gehört es zum Alltag. Für Fabienne Gechter ist es ein Beruf mit Geschichte. Ich habe als Kind meinen Papa verloren und das hat mich dann, seitdem hat mich eigentlich der Tod und Sterben immer wieder beschäftigt. Und das hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich in die Richtung wollte. War aber steinig und schwer als Frau und bin dann zuerst in Pflege und habe immer wieder probiert, zum in Bestattung zu kommen und seit 3 Jahren bin ich jetzt dabei. Und was zum Beruf als Bestatterin alles dazugehört, ist wohl vielen gar nicht so bewusst. Das eher mittelalterliche Bild der Totengräber, genauso Geschichte wie der Umgang mit dem Tod an sich. Also zum Leistungsumfang vom Bestatter, es ist schon im Vorfeld ist viel, wo die Leute das nicht sehen. Ich sage jetzt mal, das Vorsorgegespräch ist, wo einfach Leute zu uns kommen und sich informieren wollen. Man redet mal darüber, was hätten sie gern denn einmal, wenn sie versterben. Und das ist vielen ganz wichtig, dass sie das einfach einmal besprochen haben mit Vertrauenspersonen, mit Bestatter einfach. Und meistens geht es nur um die Kostenfrage. Wir kriegen dann noch unsere Kostenaufstellung, wo das detailliert alles da ist. Manche bringen noch Fotos mit und möchten einfach ihre persönliche Bestattung schon geregelt haben, dass sie sich einfach beruhigt fühlen. Und also wenn der Sterbfall tritt, dann stehen wir beratend zur Seite für die Angehörigen, dann sie unterstützen, nehmen ihnen auch sehr viele Sachen ab und dann einfach gemeinsam den Ablauf besprechen. Gibt es eine weltliche Trauerfeier, gibt es was mit der Kirche zusammen. Und wir tun auch die Angehörigen durch das entlasten, dass wir halt alles herrichten. Wir sind ja Dienstleister und dann das alles vorbereiten. Also das Wichtigste unserem Job ist sicher, dass man viel Einfühlungsvermögen mitbringt für die Angehörigen. Und was auch ganz wichtig ist, dass man einfach Respekt hat gegenüber der Verstorbenen. Also das ist auch ganz wichtig und Respekt gegenüber von der Trauerfamilie. Das Schönste an dem Job ist, wenn man nach der Beisetzung von den Angehörigen ein Danke kriegt und dass es schön war und dass sie sich schön verabschieden haben können. Und im Zeichen des Verabschiedens und Gedenkens stünde eben auch die Zeit rund um Allerheiligen und Co. Es bleibt mystisch rund um Allerheiligen. Wir haben uns an einem mystischen Ort in Vorarlberg umgesehen und nehmen es jetzt gerne mit zu einer uralten Ruine. Genau vor 710 Jahren begann der Bau des heutigen Götzner Wahrzeichens. Die Initiatoren Graf Rudolf III. Sowie Ulrich II. Von Montfort gaben die Burg damals in Auftrag. Nicht lange danach bezeugt im Jahr 1319 die erste Urkunde ihre Fertigstellung.
dass die Grafen lediglich 30 Jahre nach Erbauung das Feld jedoch räumen sollten, damit hätten sie wohl nicht gerechnet. Tatsächlich nahmen die Habsburger die Festung in Besitz. Es war ein Kauf der besonderen Art. Neumontfort war das erste Stück Land, das die Habsburger in Vorarlberg übernommen haben. Zwischenzeitlich brach der Appenzeller Krieg herein und die Burg wurde von einer weiteren Partei besetzt, nur um im Jahr 1408 wieder den Habsburgern zu gehören. Besitzerwechsel scheint Stichwort und Fluch von Neumontfort gewesen zu sein, denn keine 10 Jahre später ging der Besitz über zu den Grafen von Nellenburg und zeitweise an Graf Friedrich von Toggenburg. Schließlich erfolgten die letzten größeren Umbauarbeiten unter einem adeligen Beamten Feldkirchs. Als Ende des 17. Jahrhunderts der letzte Burgverwalter verstarb, wurde die Anlage dem Verfall preisgegeben. Heute ist sie eine Ruine, ein Überbleibsel aus vergangenen Zeiten, das heute unter Sanierungsarbeiten wieder auf Vordermann gebracht wird. Doch der Geist alter Tage atmet in den Gemäuern der Neumontfort weiter. Es gibt eine Sage, die sich um das Gebäude dreht. Eine Sage von einem Schatz. Zur Mitternacht zwischen Klaus und Götzis soll man es sehen können. Ein schimmerndes Licht, das aus den Trümmern der Burg zu kommen scheint. Die Suche nach diesem Schatz war bislang vergeblich. Doch gerade damit bleibt die Burgruine Neumontfort ein Rätsel. Ein Rätsel, das sich zu besuchen lohnt. Das war der Tag für heute. Wie gewöhnlich gibt es jetzt noch das Kachelmann-Wetter fürs Wochenende. Wir wünschen ein schönes verlängertes Wochenende und melden uns wieder am Dienstag mit der Tag auf Ländle.tv. Bis dahin, machen Sie es gut. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von ländlejob.at, dem größten Jobportal in Vorarlberg. Heute zusammen beim Ländle-TV-Wetter. Eine tolle Herbstwoche liegt hinter uns und das Wochenende hält noch weiter durch. Der Föhn legt jetzt allerdings in den Bergen zu. Wer im Rätikon unterwegs ist, da muss man ab den Morgenstunden am Samstag und am Sonntag schon mit stürmischen Windböen rechnen. Sonst aber so in mittleren Höhenlagen noch ein herrlicher Bergtag, sowohl am Samstag als auch am Sonntag. Es gibt viel Sonnenschein, hohe Schleierwolken, die dann aufziehen und die Temperaturen. Sie sehen, selbst auf Bitzbühin-Niveau auf 3300 Meter ist es frostfrei, auf 2000 Meter 8 Grad, auf 1000 Meter 15 Grad. Schauen wir im Detail auf den Samstag. Das Nebelrisiko nicht mehr so groß wie am Freitag, das heißt, das löst sich relativ rasch auf. Temperaturen sonst außerhalb der Nebelregionen durchaus frostig. Es gibt wiederum viel Sonnenschein, dann aber im Laufe des Tages dünne Wolkenfelder, Schleierwolken, die etwas dichter werden, die breiten sich aus. Und so vom Rätikon her, von der Silfretta, später dann auch im hinteren Bregenzer Wald in der Tannbergregion gibt es dickere Wolken und im Laufe des späteren Nachmittags vereinzelt auch so übergreifend etwas Regen. Schauen wir noch auf Sonntag. Und das ist eigentlich eine Wiederholung vom Samstag. Auch da wiederum ein paar wenige Nebelbänke, sonst ein Gemisch aus Sonnenschein und Wolken und wiederum kräftiger Föhn. Der Föhn weht durchaus in Böen im Brandnertal mit so 75 bis 100 am Samstag und am Sonntag dann doch noch mit 60 bis 75 Kilometer pro Stunde. Temperaturmäßig bleibt es sehr mild. An Allerheiligen, da kommt Regen auf im Laufe des Tages, danach aber schon wieder freundlicher. Für Gott bei Ländle TV.